Die regionale Versorgung durch österreichische Bauern darf auch in Zukunft nicht gefährdet werden. Daher wurde der FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Dr. Walter Rosenkranz eingeladen, sich am Sennhof in Vorarlberg ein Bild über die derzeitige Lage der Landwirtschaft in Österreich zu machen. Natürlich haben wir in Vorarlberg die starke Regionalität, wo uns stark unter die Arme greift, speziell das ländliche Gütesiegel, wo uns da sehr stark unterstützt. Jedoch ist es trotzdem eine herausfordernde Zeit, natürlich mit den Energiepreisen, mit den Futterkosten und den gesamten wirtschaftlichen Situation. Das ist ein Erfolgsmodell und so sollte es auch in ganz Österreich sein. Hier haben auch Landesstellen mit einer Ländle-Marke dazu beigetragen. Es ist wirklich großartig, aber auch diese Betriebe, die gute Umsatzzahlen haben, die ihre Abnehmerinnen und Abnehmer haben, genau denen geht es auch nicht so gut. Sie haben zu kämpfen mit Papierverpackungen etc., mit Futtermitteln und so weiter. Also es sind durchaus Probleme und andererseits habe ich auch schon die leichte Beschwerde auch gehört, dass natürlich das Tierwohl sehr im Vordergrund steht und doch in sehr vielen Ländern der EU die Käfighaltung, zum Beispiel wir sind hier bei einem eierproduzierenden Betrieb, dass Käfighaltung bei Hühnern in vielen Ländern nach wie vor üblich ist und wesentlich geringere Standards unter dem Schutzschirm der EU auch geduldet werden. Und das ist eine Ungleichgewichtung. Da muss ich auch sagen, ja, da müsste sich Österreich mit seiner Landwirtschaft auch mehr in Brüssel einsetzen, dass diese Standards angepasst werden. Holen wir uns unser Österreich zurück.